Willkommen zu einer weiteren Aufnahme zum Thema Kubuntu und die Einrichtung und Installation von Programmen. Das nächste Problem, was ich habe, ist natürlich Java als Programmierumgebung. Und da möchte ich gern mal probieren, was wir da schon installiert haben. Ich habe meiner Konsole ein Kürzel gegeben, nämlich die Windows-Taste und T. Deswegen kann ich das jetzt recht schnell aufrufen. Und da prüfen wir mal nach, was wir jetzt schon haben. Java-Version. Da haben wir also hier das GDK steht hier. Und wir gucken mal, ob Java C ebenfalls schon vorhanden ist. Das sieht nicht gut aus. Obwohl da dran steht GDK-Version. Das Programm Java C ist in folgenden Paketen enthalten, steht hier, Default GDK, das wird also hier notwendig sein, das zu installieren. Versuchen Sie sudo apt-get, sudo apt-install, ausgewähltes Paket. So, um das ein bisschen konkreter zu machen, kann man sich natürlich hier behelfen und kann erstmal schauen, was sagt denn beispielsweise hier Wiki Ubuntu Users zu Java. Kann man auch hier direkt dann, wenn man die Seite aufgerufen hat, kann man das an der Stelle hier rechts oben auch eingeben. Kommt dann hier zu der Seite und Java-Installation kann man dann mal aufrufen. Das wäre dann die Seite hier und hier steht dann, was alles benötigt wird. Es gibt wohl auch schon die Version 9. Da steht hier noch Entwicklerversion, allerdings, naja, jetzt ist es manchem vielleicht ein Problem, dass wir mit OpenGDK arbeiten. Das kann man jetzt machen, also mit OpenGDK kann man sicherlich zunächst erstmal arbeiten. Es kann sein, dass vielleicht doch noch was fehlt. Ich habe mal in Erinnerung noch, dass die JavaFX wohl noch ein Problem sei, aber das kann man immer noch in Erfahrung bringen. Falls das wirklich so ist, kann man auch die Oracle-Version installieren und da gibt es eine separate Seite, die dafür ein paar Hinweise gibt. Und da hat man dann hier, Moment, hier an der Stelle, die Möglichkeit, sich zu anzuschauen, was man da einrichten muss. Hier steht das alternative System einrichten. Das sind die speziellen Befehle dafür notwendig, dass also dann Java und Java C entsprechend die Oracle-Version betreffen. Man muss natürlich dann auch die entsprechenden Verzeichnisse hinten angeben. Das wäre dann hier. Die Befehle muss man einfach entsprechend konfigurieren und dann ausführen. Und man hat dann die Oracle-Version, also die Originalversion von Oracle. Früher ja Sun. So. Ich probiere es aber zunächst erstmal mit der OpenGDK-Variante und ich nehme die GDK 8. Naja, es muss nicht immer die neueste Version sein, wie ich finde. So, aus dem Grunde kann man jetzt hier mal ein bisschen was installieren und das können wir jetzt mal hier in der Form machen. Einfach markieren, so. Dann eingeben. Sprich mittlere Maustaste und Enter, Passwort eingeben und mal gucken, habe ich das richtig gemacht? Ja. Er wird uns also tatsächlich das einrichten. So, Enter. Ich verkürze die Wartezeit, indem ich eine Pause. Die Installation ist vorbei und jetzt können wir das ja ruckzuck mal ausprobieren, ob tatsächlich Java C vorhanden ist, also der Compiler, den können wir hier jetzt benutzen. So, da ist die Benutzung, naja, Options, Source Files und wir können ja mal auch hier die Version jetzt abfragen. Kommt natürlich das gleiche raus, 1.8 haben wir hier. Das sollte zunächst tatsächlich erstmal ausreichen. Ich habe also die gesamten Pakete, die ich hier angeboten bekommen habe, installiert. Und jetzt brauchen wir natürlich noch eine Entwicklungsumgebung.
Und in den Repositories ist NetBeans und auch Eclipse enthalten. Allerdings Eclipse in einer relativ frühen Version. Wir können das mal angucken. Das wäre hier mit apt-cache zu machen und show. Dann können wir uns mal für Eclipse was angucken. Und zwar wäre das hier, wie man hier sieht, die Version 3.8. Und ich glaube, wir haben schon die Version 4 irgendwas. Jetzt wäre es vielleicht denkbar, das zwar so zu machen, aber naja. Wir können auch stattdessen mal auf die Homepage da gehen. Also sprich Steuerungstaste. Und man kann das sicherlich mal probieren, die Originalversion hier Oxygen vom Juni 2017 zu installieren. Das dürfte kein großes Problem sein. Und jetzt kann ich hier auf Download gehen. Da wird also hier File Eclipse Inst. Das ist das Installation, die Installationsroutine, die heruntergeladen wird. Download, naja. Das sollte alles fein säuberlich klappen. Auch hier mache ich mal eine Pause. Ist fertig. Und jetzt muss ich das natürlich noch entpacken. Ich gucke mal, ob das mit dem richtigen Programm verknüpft ist. Das mache ich jetzt ja auf dieser Maschine ebenfalls das erste Mal. Einfach mal so testen. Und tatsächlich, das Standard-Packprogramm ist Arc. Also K ist immer der Buchstabe, der für viele Programme in KDE benutzt wird. Das soll ja hier ein Archive sein. Jetzt kann ich das entpacken und zwar hier vorne ist der Schalter dazu und kann auch festlegen, dass das eben im aktuellen Ordnerpfade beim Entpacken beibehalten und ich brauche einfach nur entpacken klicken, fertig. In Downloads wird das jetzt ausgepackt. Das war's schon. Man hätte das natürlich auch auf der Konsole erledigen können. So, gucken wir mal schnell nach in unserem Ordner Downloads. So. ls-l können wir da eintippen. Es müsste eigentlich ein Alias-Befehl geben, ll, jawohl. Den gibt es auch. ja, Eclipse Installer, den haben wir dort. Da gehen wir mal hin. So, ls. Naja, man kann sich mal an ll gewöhnen. Wir haben hier Eclipse Inst. Das ist tatsächlich eine ausführbare Datei. Hier haben wir sie. Und die können wir jetzt mal starten. Punkt, Slash, Eclipse Inst in den Hintergrund schicken. So. So, da kommt der Installer. Und das ist eigentlich jetzt das, was man auch von anderen Systemen her kennt. Also in Windows ist das dieselbe Art und Weise. Wenn ich also beispielsweise für Java Developer bzw. für EE Developers das installieren will, dann kann ich das hier wählen. Enterprise Edition ist ja ebenfalls für viele interessant. Also klicke ich das mal an. Und das wird jetzt dorthin installiert. In meinem Heimatverzeichnis. Da habe ich dann auch Schreibrechte drin. Ich lasse es mal so und will da nichts weiter ändern und klicke auf Installieren in der Hoffnung, dass das erfolgreich durchgeführt wird. Auch hier akzeptieren. Auch hier mache ich mal eine Pause zwischendurch, damit es nicht so langweilig wird. So, da bin ich wieder. Die Installation ist beendet und wir können hier mal versuchen zu starten. Bis jetzt sieht es ordentlich aus. Und da sieht weniger ordentlich aus. Warten wir mal noch einen Moment. Das kriege ich nicht auseinandergerissen. Da mache ich einfach ein Enter, um das zu bestätigen zunächst. Und das Fenster ist natürlich ein bisschen winzig gewesen. Ich hoffe, das bleibt nicht immer so. So, jetzt müsste hier Willkommen erscheinen, Stunden später. Der Willkommensbildschirm, der sieht ein bisschen kahl aus. Ja. Und ich mache hier mal Home.
Der Willkommensbildschirm war sehr, sehr leer. Vielleicht hängt es auch mit der Oberfläche zusammen. Nochmal ein neues Projekt. Java-Projekt. Testen wir mal. Hier mal das Problem, dass die. Ja, doch, kann ich erkennen. Na, hier die sind ein bisschen dunkel hier. Und hier kann ich die Schrift nicht erkennen. Das ist natürlich schlecht. Vielleicht kann ich hier noch eine andere Oberfläche einbauen. Aber das, ich erkenne es nicht. Ich sehe es nicht, was hier geschrieben steht. Daneben. Das ist natürlich sehr übel. General hier Appearance. Ich glaube, das ist hier Colors and Fonts hier. Colors and Fonts. Gibt es sowas wie Themes? Workspace. Ich kann es nicht erkennen. Das ist die Farbeinstellung, die sich hier widerspiegelt, allerdings nicht so korrekt, wie ich das brauche. Da werde ich mal auf die Suche gehen. Label and Decorations. Binary Executable. Das muss ich mir mal genauer angucken. Da mache ich dann nachher noch weiter. Da muss ich erstmal Pause machen. So, zum Glück habe ich das rausgefunden. Und zwar war das hier bei Preferences, Appearance. Und da haben wir eben hier die Möglichkeit. Man konnte es nicht sehen vorhin bei der Einrichtung, dass hier Theme stand. Und hier können wir Dark einrichten. Standardmäßig war es Light, aber ich habe jetzt auf Dark gewechselt. Gefällt mir natürlich besser. Und man sieht, das funktioniert schon. Also sprich New und Project, dann können wir ja Java Project und Projektname. Hallo, na hallo erstmal und Next und Finish, meinethalben. So, kind of Project, jo. Open Java Perspektive. Ja, und jetzt kann ich hier noch eine Klasse hinzufügen. Machen wir gleich hier Public Void Main. Und Name ist natürlich Hallo Welt und Finish. Und dann können wir hier das. Ja, so. Da geht's. Können wir ein bisschen die Schriftart vergrößern, dass man es besser sieht. Ist natürlich nur für jemanden, der schon schlechter sieht, geeignet. So wie ich zum Beispiel. Und dann. So, wie war das hier? Ich muss mich mal erstmal dran gewöhnen. Halt. Jetzt wissen wir, wie das war. Egal, dann müssen wir es halt eintippen. Wie das mit den Kürzeln war. Also, System. Punkt out, Punkt print line und dann machen wir unser Hallo Welt rein. So. Sehr schön. Muss noch mal gucken, was das noch für Schrift ist. Die ist jetzt ein bisschen zu fett. Ich meine, ich kann sie kleiner machen, aber die kommt mir so fett vor. So. Strg F11 war das, glaube ich, um das zu starten. Ne, das Strg F11 ist belegt. Also müssen wir hier mal das so machen. So, hat funktioniert. Das wollte ich nochmal zeigen. Das ist also das. Und natürlich gibt es noch eine zweite Entwicklungsumgebung, die auch häufig benutzt wird. Deshalb gehe ich hier mal raus. Und das ist natürlich die hier.
NetBeans. So. Das kann ich alles mal schließen. NetBeans wäre verfügbar in der Version 8.1. Wir können mal gucken hier, apt-cache und show und NetBeans. So. Das wäre die 8.1, die da zur Verfügung steht. Wo steht's? Hier, 8.1. Die 8.2 ist die aktuelle NetBeans. Na gut, das könnte ich jetzt ebenfalls von der Homepage nehmen. Ich kann auch die hier nehmen. Wenn sie mir nicht gefallen sollte, kann ich die ja immer noch entsorgen. Also können wir hier in der Tat mal sudo apt und install und NetBeans. So. Feuer. Und dann können wir das installieren. Auch hier mache ich mal eine Pause zwischendurch, weil ich will das alles haben. Und dann kann ich dann zurückkehren, wenn das fertig ist. So, ist erledigt. Und wir wollen das gleich mal aufrufen. Kann ich wieder mal hier Alt F2 benutzen. Und ich probiere mal NetBeans aufzurufen. Da haben wir es schon. Und startet hier die 8.1er NetBeans Umgebung. Und ja, das sieht so aus, wie man es gewöhnt ist. Sie sind auch wieder die Schriftarten, die ein bisschen winzig sind. Aber ansonsten sollte alles klappen. Neues Projekt, jawohl, Java, alles gut. Das sollte halt funktionieren. Vielleicht starte ich es noch mit einem anderen Design. Das gefällt mir aber nicht so richtig. Aber das wäre jetzt hier nebensächlich. Also ihr seht, das klappt alles vorzüglich. Auch unter Linux hat man alle Möglichkeiten gegeben, um produktiv tätig zu sein. Und ich hoffe, dass ihr da ein bisschen Spaß hattet und auch sehen konntet, dass das alles kein Hexenwerk ist, das zu installieren. Es braucht halt nur ein bisschen Zeit. Und diese gute Zeit wünsche ich euch und bis bald, bis demnächst.